Moin und herzlich willkommen zu dem Ab in den Frühling Tag. Ich wurde von der lieben Sandra und von der lieben Steffi, also dem Kanal Buchschnack, nominiert und sie haben sich diesen Tag selbst ausgedacht, also die Fragen zum Thema Frühling und Bücher. Und ich freue mich sehr, dass sie an mich gedacht haben. Ich mache natürlich sehr gerne mit, auch wenn wir jetzt schon sehr fortgeschritten sind im Frühling. Finde ich, passt das auf jeden Fall noch in den Mai und ich nominiere schon mal alle, die Lust haben mitzumachen. Es sind 10 Fragen und wir fangen gleich mal mit der ersten an und zwar mit dem Frühlingsanfang. Auf welche Neuerscheinung freust du dich besonders? Ja, und das passt sehr gut, weil ich habe mich gerade durch alle Verlagsvorschauen so durchgeguckt. Es sind ja jetzt gerade ganz frisch für Herbst und Winter 2020 rausgekommen und mir bringt das immer sehr viel Spaß, da nach neuen Schätzen zu suchen. Und da ist natürlich einiges auf meiner Wunschliste gelandet, unter anderem von sehr bekannten Autoren, wie zum Beispiel Cornelia Funke zu Tintenherz und Reckless bringt sie neue Bücher raus, aber auch Christopher Paolini, der ja Eragon geschrieben hat, bringt einen Science-Fiction-Roman raus. Dann haben wir hier noch den Goldenen Kompass-Teil, das Sequel zu ja, der Goldenen Kompass-Reihe von Philip Pullman. Also das sind natürlich Sachen, die mich auf jeden Fall sehr interessieren. Auch Panem bekommt ja eine Fortsetzung. Aber ich habe mir jetzt mich auf zwei reduziert, die ich euch genauer vorstellen möchte. Und zum einen ist das eine Neuerscheinung von meinem Lieblingsautor im Genre Horror. Und zwar ist das Thomas Finn, der mit Bermuda am 1.9. seinen neuen Roman rausbringt. Und Bermuda, es hat so ein bisschen Lost-Feeling. Wir haben hier nämlich ein Kreuzfahrtschiff, das Schiffbruch erleidet in einen Sturm, einen Hurricane, mitten im Bermuda-Dreieck auf einer unbekannten Insel landen sie. Und auf dieser Insel passieren seltsame Dinge. Über Nacht verrottet das Essen und Personen verschwinden und viele, viele weitere unheimliche Dinge passieren dort. Und ich finde eh immer dieses Survival auf einer einsamen Insel mit unbekannten Personen, die sich erstmal kennenlernen müssen, sehr, sehr spannend. Also Lost habe ich damals sehr, sehr gerne geguckt. Und wenn jetzt noch so ein paar Horrorelemente dazukommen und dann Thomas Finn als Lieblingsautor in diesem Genre, kann eigentlich nichts schief gehen. Das Cover hätte mich gar nicht angesprochen. Also wenn ich jetzt den Autor nicht so sehr gemocht hätte, hätte mich jetzt das nicht so angesprochen. Aber super hässlich ist das jetzt auch nicht. Ja, das ist das Erste, was ich euch auf jeden Fall vorstellen möchte und immer wieder den Autor euch ans Herz legen möchtet, wenn ihr Horror mögt. Kann ich sehr empfehlen. Und auch das Zweite hat eine gruselige Ebene, ist so eine Mischung aus Grusel und Fantasy. Und zwar habe ich schon längere Zeit, das habe ich schon ein paar Monate vorher schon gesehen, dass es erscheinen wird, Peppermine von Camilla Bruce entdeckt. Ebenfalls am 1.9. erscheint das Buch. Hier dreht es sich das Ganze um eine erfolgreiche Autorin, die mittlerweile nicht mehr lebt. Sie wurde auch als Mörderin angeklagt, ist also eine zweifelhafte Persönlichkeit und sie hinterlässt ihren Nachkommen ein Buch. Und in diesem Buch beschreibt sie ein fantastisches Wesen, den Peppermine, der im Wald lebt und sie wohl damals beschützt hat. Aber es ist nicht so richtig klar, ob sie vielleicht nicht doch verwirrt war. Und es wird in diesem Buch sehr damit gespielt, mit Fantasie und mit Realität und verwirrten Gedanken. Ich bin sehr gespannt, es klingt richtig toll, genau nach meinem Beuteschema. Und das wird auf jeden Fall auch sofort einziehen oder ziemlich schnell bei mir einziehen, da bin ich mir sehr sicher. Und das werde ich dann im Herbst 2020, denke ich mal, auch lesen. Ja, und noch viele andere Bücher habe ich mir aufgeschrieben, aber kann ich euch jetzt nicht alle hier vorstellen. Ich gehe jetzt mal weiter zur nächsten Aufgabe. Zweitens, Frühjahrsmüdigkeit. Welches Buch fandest du zu langatmig, hat dich ermüdet? Ja, da musste ich irgendwie gleich so an die Schullektüre denken. Was ich immer ganz schlimm fand, waren so Dramen. Obwohl das immer nur so ganz dünne Heftchen waren, meistens ja diese Hamburger Lesehefte oder die Reklamausgaben, kam ich da wirklich nicht voran. Aber ich habe mich jetzt für ein Buch, für eine Schullektüre entschieden, die ich mit am langweiligsten und irgendwie auch ermüdendsten fand.
Auch das ein sehr dünnes Buch. Der alte Mann und das Meer von Hemingway fand ich sehr, sehr langweilig. Ein Mann, der auf dem Meer nach Fischen angelt. Ja, es hat sicherlich seine Allegorien und seine Metaphern und wird natürlich auch seine Anhänger haben, aber für mich war das leider nur ermüdend. Drittens, die Blumen blühen. Zeige ein Buch, dessen Cover sehr bunt ist. Und da kann ich jetzt endlich das erste Buch in die Kamera halten. War gar nicht so einfach, weil ich jetzt ja auch nicht so die Chick-Lit- oder Sommerroman- und Liebesroman-Leserin bin. Und da finde ich, sind ja oft immer so Blumen und Blüten und verschiedene Farben drauf. Aber ich habe mich an ein Buch erinnert, das unter dem Schutzumschlag unglaublich schön bunt hat und verschiedene Farben drauf hat. Und zwar ist das Stravaganza Stadt der Sterne von Mary Hoffmann. Das ist der zweite Band der Stravaganza-Reihe. Eine wunderschöne Fantasy-Reihe, die man sehr gut im Sommer lesen kann. Also jetzt eigentlich eine passende Empfehlung. Ich finde, oft ist Fantasy eher so im urigen Bereich angesiedelt, dass man das am liebsten im Herbst oder Winter liest. Aber das ist so eine Reihe, die man sehr gut im Sommer lesen kann, weil das halt Ganze in einer Parallelwelt spielt, die ja so dem italienischen Flair angelehnt ist. Ja, und ich zeige euch jetzt das Cover, darum ging es ja jetzt. Und zwar, ja, fand ich das sehr, sehr passend. Also da haben wir ja fast alle Farben des Regenbogens drauf. Blau, grün, gelb, orange und rot. Also das ist ein sehr, sehr schönes Cover. Und natürlich noch das Pegasus vorne drauf. Ja, hier geht es nämlich auch um ein Pferderennen und um ein geflügeltes Pferd. Ja, eine sehr, sehr schöne Fantasy-Reihe, die ich in meiner Jugend sehr gerne gelesen habe. Gibt vier Reihen. Ich musste gerade da schauen. Das ist nämlich oft an der Wand auf so einem schwebenden Bücherregal. Den vierten Band fand ich jetzt nicht mehr so klasse, aber 1 bis 3 kann ich sehr empfehlen. Es sind halt Jugendliche, die aus unserer Welt kommen und immer so Talismane finden. Das kann alles Mögliche sein, ein kleines Tagebuch. Und immer wenn sie mit diesen Talismanen einschlafen, erwachen sie in dieser Parallelwelt. Und das spielt dann halt ja, in Venedig, in Rom und halt irgendwo in Italien. Und diese verschiedenen Protagonisten aus den verschiedenen Büchern treffen dann irgendwann auch aufeinander und haben natürlich eine besondere Mission, diese Welt zu retten, beziehungsweise eine besondere Aufgabe zu lösen. Ja, gut, dann haben wir das auch abgefrühstückt. Jetzt muss ich mir hier wieder meine Notizen hervorholen. Viertens, Frühlingsputz. Welche Bücher möchtest du aussortieren? Ich habe noch ein Buch übrig gehabt, was ich jetzt noch nicht verschenkt hatte, was noch auf den Aussortiert-Stapel lag. Bei dem war ich mir auch wirklich sehr unsicher, weil ich die Aufmachung toll finde, die Idee cool finde, aber die Geschichte selbst mich nicht hundertprozentig überzeugen konnte. Und ja, deswegen habe ich überlegt, das auszusortieren. Ich spreche von Die Brautprinzessin von William Goldman, S. Morgenstern's klassische Erzählung von wahrer Liebe und edlen Abenteuern, die Ausgabe der spannenden Teile, gekürzt und bearbeitet von William Goldman. Hier geht es um einen Mann, der von einer Geschichte berichtet, von einem Märchen, das ihm ja als Kind immer erzählt wurde von seinem Vater. Und irgendwann entdeckt er die Originalgeschichte dieses Märchens und findet, dass die total langweilig ist und die Version, die sein Vater ihm erzählt hat, immer viel spannender war. Und so berichtet er jetzt halt aus dem Gedächtnis und schreibt diese Geschichte neu auf, dieses Märchen, wie ihm das viel besser gefallen hat. Und die Art und Weise, wie das geschrieben ist, finde ich halt ganz schön. Es ist zwar in zwei Farben abgedruckt, und zwar einmal in Pink, seht ihr hier oben, und in Schwarz. Schwarz ist das Märchen abgedruckt und in Pink sind immer die Kommentare des Erzählers, des Autors dieses Märchens, dieser Nacherzählung. Und erzählt halt von seiner Kindheit und was er hier gekürzt hat. Und dieses Stilmittel finde ich total schön und hat auch einen gewissen Humorfaktor. Aber das Märchen an sich, das ist so eine ja, Kampf- und Degengeschichte, so ein bisschen wie die vier Musketiere. Heißt
heißt es 4 oder 3 Musketiere? Oh Gott. Ja, gehen wir schnell darüber hinweg, über diese Wissenslücke. Und ja, deswegen war ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich das aussortieren will, aber im Grunde fand ich die Story dahinter halt einfach eigentlich nicht so cool. Und das hauptsächlich ist halt schwarz gedruckt und die pinken Einschübe sind eher selten. Das Ganze, also das Märchen ist sogar verfilmt worden, glaube ich. Und manche haben da auch wirklich große Freude dran. Es gibt da schon eine Fangemeinde, sogar Campino von den Toten Hosen sagen, das ist ein Lieblingsbuch, und Cornelia Funke, ja, und die finde ich ja auch toll alle, und ich finde, es ist auch wirklich was Besonderes, und auch dieses pinke Grille mit diesem Totenkopf und so, also es spricht mich schon an, aber das Märchen selbst finde ich irgendwie ein bisschen langweilig, es fehlt mir so ein bisschen die Magie. Tja, naja, also ich denke, das wird irgendwie ausziehen, wenn ich mich da ein bisschen überwunden habe. So, was haben wir jetzt? Fünftens, Frühlingsgefühle. Für welchen Protagonisten bist du während des Lesens ins Schwärmen geraten? Ist für mich total schwierig. Ich lese nicht so diese Liebesromane, und wenn eine Liebesgeschichte drin vorkommt, was ja häufig der Fall ist, vergesse ich das ganz schnell wieder im Nachhinein. Also es gibt natürlich Figuren, die ich besonders gut finde, aber wo ich wirklich für schwärmen würde, da ist mir in meinen Büchern, wo ich jetzt eben so durchgeguckt habe, nicht so richtig was eingefallen, wo ich wirklich ins Schwärmen geraten bin. Deswegen werde ich jetzt ausnahmsweise mal nicht aus meinen Büchern schöpfen, sondern aus Film und Serien. Da sind mir nämlich 2 Charaktere eingefallen. Zum einen ist das Captain Hook aus der Serie Once Upon a Time. Den Schauspieler finde ich toll und auch die Rolle, die er spielt, finde ich richtig klasse, bringt mir sehr viel Spaß. Und da bin ich doch irgendwie auch ins Schwärmen geraten. Und jetzt gerade kürzlich habe ich die Serie Bates Motel geguckt, habe ich empfohlen bekommen von der lieben Jenny. Also alles Liebe und Grüße an dich. Danke für die Empfehlung nochmal, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Richtig Psycho, ist ja die Vorgeschichte zu dem Klassiker Psycho. Und da gibt es halt den Bruder von Norman Bates, den fand ich auch toll. Und ich finde das ganz lustig, dass ich jetzt diese beiden Charaktere genannt habe, weil die sind völlig unterschiedlich in ihren Charaktereigenschaften. Aber beide fand ich unglaublich sympathisch. Ja, dann haben wir sechstens, es riecht nach Frühling. Welches Buch konntest du nicht mehr aus der Hand legen und hast du quasi eingeatmet? Und da habe ich mich für ein Fantasy-Spielbuch entschieden. Und zwar ist es Das Feuer des Mondes von Christian und Florian Sussner. Und zwar aus dem Grund, es ist einfach die Art und Weise, wie diese Bücher aufgemacht sind. Fantasy-Spielbücher sind Bücher, in denen du selbst ja im Grunde den Protagonisten spielst. Du selbst kannst entscheiden, wo es weitergeht. Am Ende eines Absatzes gibt es immer Entscheidungsmöglichkeiten, und du kannst dann, ja, je nachdem, wofür du dich entscheidest, auf verschiedenen Seiten weiterlesen und entscheidest, wie die Geschichte vorwärts geht. Und da es quasi keine Kapitel gibt, sondern jeder Abschnitt mit einer weiteren Entscheidung, mit einem weiteren Cliffhanger endet, konnte ich das Buch nicht aus der Hand legen, weil ich so neugierig war, was hinter den verschiedenen Möglichkeiten steckt. Also wenn ich mich dafür entscheide, was passiert, weil es können gute Entscheidungen gewesen sein oder auch schlechte, dass ich vielleicht sterbe oder ja, wieder von vorne anfangen muss, das ist durchaus auch möglich. Und es gibt halt in diesem Buch verschiedene Enden, und daher macht es das zu deinem ganz persönlichen Abenteuer und macht einen natürlich extrem neugierig. Also ich hätte da auch noch ein anderes Fantasy-Spielbuch hochhalten können. Ich finde die Art und Weise einfach richtig cool, und eigentlich könnte ich mal wieder so eins lesen oder eins spielen. Da gibt es ja sehr, sehr vieles. In diesem Buch geht es um einen Nachtwächter, also du schlüpfst in die Rolle eines Nachtwächter und stellst dich dem Bösen und wirst fortan zum Gejagten. Finde Verbündete, lerne die Kampfkünste eines alten Ordens und bezwinge Kopfgeld jeder Hexenmeister und Untote. Bewege dich frei in den Wäldern deiner Heimat, verhindere, dass der Fluch deine Entscheidungen lenkt. Erlebe das Spielbuch einer neuen Generation. Kann ich sehr empfehlen, ist richtig cool. Siebtens, ohne Bienen, ohne mich.
Zeige ein Buch, auf das du nicht verzichten willst. Ja, muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Kein Tag ohne einmal, dass ich Harry Potter hochzeige, und hier passt es natürlich wie Arsch auf Eimer. Achtens, Vogelgezwitscher. Welches Buch, über das jeder spricht und gehypt wird, gefällt dir überhaupt nicht? Das fand ich auch sehr schwer, weil meistens ist dann vielleicht die Erwartung so hoch, dass man dann ein bisschen enttäuscht wird, aber dass es mir dann überhaupt nicht gefällt, ist selten der Fall. Also ich hatte kurzzeitig an Nevermore gedacht, das wurde ja sehr gehypt, das Kinderbuch, und da haben ja viele gesagt, dass es ein großes Highlight wird. Das habe ich auch gelesen und fand auch, dass es wirklich ein schönes, kreatives und ideenreiches Kinderbuch war. Hat mir gut gefallen, aber es war für mich kein großes Highlight. Dennoch finde ich, würde es dem Buch nicht gerecht kommen, wenn ich das hier jetzt erwähnen würde oder aussuchen würde. Und dann ist mir aber ein Buch eingefallen, was ich nicht mehr im Regal habe. Ich bin dann so durch meine Bücher der Bücher gegangen, wo ich alles notiere. Und da bin ich auf Quendel von Caroline Ronnefeld gestoßen. Das wurde von vielen, also es wurde jetzt nicht so arg gehypt, es war eher so ein kleiner Geheimtipp. Und da bin ich auf jeden Fall auch drauf aufgesprungen, weil auch die Aufmachung und die Idee dahinter hat mir eigentlich gut gefallen. Es geht um ein Völkchen, so ein bisschen ähnlich ist wie die Hobbits, auch in einem sehr, sehr schönen, naturreichen Land leben. Und das sind eben die Quendel. Sie lieben das Essen, sie lieben das gemütliche Leben. Und es geht dort um einen Kartografen. Der hat schon eigentlich die gesamte Gegend kartografiert, außer den Finsterwald. Und der ist aber sehr, sehr gefürchtet und man sollte sich da fernhalten. Aber er bricht auf, um diesen auch zu kartografieren, und verschwindet. Und andere merken irgendwann, dass er verschwunden ist und wollen ihn suchen, und dabei fällt ihnen auf, dass sich etwas verändert hat und dass von dort eine Bedrohung ausgeht. Das Ganze fing sehr, sehr schön an und es wurde viel, auch die Umgebung beschrieben, und es hatte eine schöne Atmosphäre, aber der Schreibstil, den fand ich sehr ermüdend. Es hätte also im Grunde auch zu dem Punkt gepasst, was ich sehr ermüdend und langatmig gefunden habe, denn ich habe mich durch diesen Schreibstil sehr quälen müssen. Also er war sehr verschachtelt und lang und man kam überhaupt nicht vorwärts. Ich wollte manchmal das Buch ein bisschen schütteln, dass es endlich vorangeht, und es lag halt wirklich an der Schreibweise. Ich mag sonst sehr gerne Bücher, die sehr ruhig von der Atmosphäre sind. Also ich brauche nicht dauernd Action, aber hier ging das gar nicht voran. Und deswegen konnte ich es leider nicht gut bewerten, obwohl ich sehr, sehr gerne mögen wollte. Das war halt auch das Problem. Ich wollte es mögen, aber es war einfach nicht so, und deswegen ist das auch schnell danach dann wieder ausgezogen. Neuntens, die Tage werden länger. Zeige das Buch mit den meisten Seiten. Also das Buch mit den meisten Seiten, was ich also je gelesen habe, ist S von Stephen King. Das hat ungefähr 1500 Seiten. Das kann ich euch aber nicht zeigen, weil es nicht mehr in meinem Besitz ist. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal in meinem Regal geguckt, was das dickste Buch sonst hier ist. Und das ist Herr der Ringe, die Gesamtausgabe von Tolkien. Also hier mit Anhang sind es 1290 Seiten, aber auch ohne Anhang sind es, glaube ich, immer noch 1100 Seiten oder 1150 oder was ich nicht. Also das ist das dickste, aber ansonsten auch das Lied der Dunkelheit hätte ich noch nennen können. Es hat auch viele Teile, über 1000 Seiten hier da oben. Oder auch den fünften Band von Harry Potter, der hat ja auch 1024 Seiten. Also vielleicht mache ich mal ein Video über meine dicksten Bücher. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Habe ich mir schon auf meine Video-Ideen-Liste geschrieben. So, und dann sind wir schon beim letzten Punkt angelangt. Und zwar ist das Heuschnupfen. Nenne ein Buch, das dir die Tränen in die Augen getrieben hat, weil es entweder so lustig oder so traurig war. Traurig zeige ich eigentlich immer wieder dasselbe Buch hoch. Und zwar ist das 7 Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness. Das ist eine wunderschöne Ausgabe, wunderschön illustriert. Ja. Huch, was ist da rausgeflogen? Eine Postkarte.
Na, dich will ich zeigen hier. Sehr, sehr düster, aber ich finde auch sehr künstlerisch illustriert. Und hier geht es halt um einen kleinen Jungen, dessen Mutter todkrank ist und er muss mit seinen Gedanken klarkommen. Ihm plagen halt jede Nacht Albträume und im Grunde jede Nacht derselbe Albträum. Und immer 7 Minuten nach Mitternacht bekommt er Besuch von einem Wesen. Ein Wesen, das aussieht wie ein Baum vor seinem Fenster. Und dieses Wesen verlangt etwas von ihm und das möchte er tunlichst vermeiden. Sehr traurig. Ich habe auch dazu den Film gesehen. Sehr, sehr gut gemacht auch. Da habe ich auch Rotz und Wasser geheult. Also dieses Buch ist schön und unglaublich traurig zugleich, aber auch, ja, ich finde sehr, sehr sinnig. Es ist nicht einfach nur sinnlos traurig. Einfach Trauerbewältigung für Kinder und auch der Gedanke, der ihn dann letztendlich quält, das hat mich dann gekillt am Ende. So, und dann habe ich mir auch noch eins für lustig ausgesucht. Also ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich Tränen gelacht habe, aber dieses Buch habe ich mir auch hin und wieder mit anderen Personen mal vorgelesen und das ist einfach ein Buch, was mich immer wieder sehr amüsiert und mich zum Grinsen und zum Lachen bringt. Und zwar ist das die Reihe um Mr. Gumm von Andy Stanton. Der erste Band heißt Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. Gumm. Ich glaube, es hat mittlerweile 10 Bände oder 8 oder so. Ich habe, glaube ich, die ersten 4 Bände oder 5 Bände hier bei mir stehen. Muss ich eigentlich auch mal weitermachen. Aber der erste Band ist irgendwie immer noch der beste. Es ist wirklich kein hübsches Buch und auch die Illustration, die wir hier drin finden, wie das Buch aufgemacht ist, ist einfach irgendwie nur so ein bisschen hingekrakelt und gekritzelt. Aber es ist echt cool zum Vorlesen. Also kann ich allen empfehlen, die ihren Kindern etwas Lustiges vorlesen möchten. Ja, es geht eben um Mr. Gumm und Mr. Gumm ist ein schlechter Mensch. Er ist grummelig, grantig, böse und eklig und dreckig und er lebt in einem Haus, das wirklich verdreckt ist und überall liegt nur Müll rum, außer sein Garten. Sein Garten ist der schönste in der Stadt und zwar, weil in seiner Badewanne eine Fee lebt mit einer Bratpfanne, die sie ihm jedes Mal über den Kopf haut, sobald er seinen Garten nicht richtig pflegt. Und eines Tages kommt ein streunender Hund herum, der sich natürlich den schönsten Garten aussucht in der Stadt, wo er gerne spielt. Und dort buddelt er und dort hinterlässt er natürlich auch seine Hinterlassenschaften und prompt kommt die böse Fee und haut den Mr. Gumm wieder ein auf den Dötz und er wundert sich, was das soll, bis er dann den Hund entdeckt und er plant, diesen Hund zur Strecke zu bringen. Allerdings kriegt das ein Mädchen mit und die möchte den Hund retten. Ja, das ist so die grobe Story und es ist total verrückt und skurril, kann man auch sagen, und super zum Vorlesen einfach. Und es ist sehr schnell gelesen, weil es ja auch kaum beschriftet ist und viel Slapstick-Momente, aber ja, viele Sachen, die einen total überraschen, weil die überhaupt nicht normal sind, sondern halt sehr erfrischend verrückt. Ja, Mr. Gumm auch immer wieder eine Empfehlung wert. Und das waren sie, die 10 Fragen zu dem Ab in den Frühling-Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schreibt mir doch gerne eure Antworten auf ein paar oder auf alle Fragen in die Kommentare. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wie gesagt, ich nominiere jeden, der noch richtig Lust hat, einmal in diese Frühlingsgefühle abzutauchen und ein paar Bücher zu den Fragen hochzuhalten. Schreibt mir auch gerne das in die Kommentare, wenn ihr ein Video dazu gemacht habt. Und dann gucke ich da gerne vorbei. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.